formale Sprachen haben wir ja beim letzten Mal kurz angefangen mit den formalen ersten Definitionen, nämlich Definition von Alphabet, Zeichen, Wort. Interessant ist vielleicht jetzt die Definition von formale Sprache, das möchte ich nochmal wiederholen. Das entspricht vielleicht nicht unbedingt dem, was wir Informatiker uns vorstellen. Ja? Nämlich, jede Teilmenge von Sigma Stern ist eine formale Sprache. Und was ist Sigma Stern? Sigma Stern ist die Menge aller Zeichenketten. Ja? Und was ist eine Teilmenge von der Menge aller Zeichenketten? Naja, das ist irgendeine Menge von Zeichenketten. Ja? Also eine beliebige Menge von Zeichenketten ist eine formale Sprache. Also ganz simpel. Ja? Ich kann mir also formale Sprachen ganz einfach definieren, indem ich mir viele Zeichenketten hinschreibe und sage, das ist meine formale Sprache und die heißt jetzt L. Wobei das mit dem Hinschreiben, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, das ist eher langweilig und uninteressant, weil endliche Sprachen sind uninteressant. Uns interessieren eigentlich nur unendliche Sprachen. Auch das werden wir heute noch ein bisschen belegen und unter anderem zeigen, dass endliche Sprachen ziemlich langweilig sind. Die elementare Operation, auf der alles aufbaut, ist die Konkatenation. Das heißt, das Aneinanderhängen von Zeichen. Ist klar, ich meine, das spricht ja auch unsere Intuition, unsere Erfahrung aus der Schule. Was sind Worte? Worte sind nichts anderes als Zeichenketten, Zeichen aneinander gehängt. So, und diese Menge Sigma Stern ist ja die Menge aller Zeichenketten und die stellt tatsächlich, also diese Menge Sigma Stern zusammen mit der Konkatenation als zweistellige Operation ist eine Halbgruppe, sprich ist abgeschlossen und das Assoziativgesetz gilt. Und ein neutrales Element haben wir außerdem noch, das ist die leere Zeichenkette. Okay, gut, da haben wir uns ein paar Beispiele angeschaut, hier haben wir uns ein paar wichtige Fragen zu formalen Sprachen angeschaut. Das Allerwichtigste wird sein das Wortproblem. Also gegeben ein Wort, also eine Zeichenkette, und jetzt ist die Frage, gehört die Zeichenkette zu einer bestimmten Sprache oder nicht? Und da merken Sie auch schon, für endliche Sprachen ist die Frage leicht zu beantworten, nämlich wie? Wenn ich eine endliche Sprache habe, und jetzt das Wortproblem stelle. Einfach alles durchgehen. So ist es. Ich schreibe die Worte von meiner Sprache in eine Datei rein, weil es sind ja nur endlich viele. Und dann suche ich halt in der Datei, kommt es da drin vor. Ja? Wie schnell können wir übrigens das Suchen machen? Rechenzeittechnisch? In Abhängigkeit von der Zahl der Worte? Wie ist da die Komplexität? Linear, quadratisch? Kubisch, exponentiell. Also sowas müsste man als Informatiker, der Master studiert, wissen. Wie lange dauert es in der Datei, einen Eintrag zu finden? Sehr gut, genau. Wenn man es normal macht, ist es linear. Und wenn man es nicht normal macht? Sehr gut. Genau. Wir können es logarithmisch hinkriegen. Zum Beispiel wie? Ja. Ich hätte es gerne noch konkreter. Also ein konkretes, einfaches Beispiel. Was müssen wir tun, sodass wir in logarithmischer Zeit einen beliebigen Eintrag finden in einer Datei? Man könnte unser Alphabet nehmen und dann immer einen Baum mit der Verzweigung für jeden Buchstaben nehmen. Da kann man da durchgehen. Ja, genau.
So, also das heißt, die Daten werden nicht mehr einfach irgendwie in die Datei reingeschrieben, sondern in einer Baumdatenstruktur gespeichert. Ja, und zwar lexikografische Ordnung im Prinzip. Ja. Also ich nehme den ersten Buchstaben und habe 26 Verzweigungen und dann für den zweiten wieder und so gehe ich praktisch runter. Der Baum wird ganz schön tief. Wie tief wird denn der Baum, wenn wir das so naiv machen? So tief wie die Bordlänge vom größten Bord, oder? Genau, so ist es. Also im Prinzip eigentlich unendlich tief. Ja? Wenn wir beliebig lange Worte speichern wollen, aber klar, man würde das dynamisch so aufbauen, dass, ich meine, wir haben ein längstes Wort in unserer Datei und das definiert dann quasi die Tiefe von dem Baum, die tiefste Stelle. Ja. Genau, also das ist eine ganz interessante Idee, aber man könnte es natürlich noch viel einfacher haben. Und zwar, wir sortieren einfach unsere Datei. Also und schreiben die Worte alphabetisch sortiert in die Datei rein und das reicht schon aus, weil dann können wir nämlich Bisektion machen und das geht auch in logarithmischer Zeit. Okay, gut. Also, das heißt, wir können sofort sagen, das Wortproblem können wir für endliche Sprachen immer lösen, erstens und zweitens sogar sehr effizient in logarithmischer Zeit. Das heißt, die Frage ist für endliche Sprachen langweilig. Für unendliche Sprachen, da wird die Frage interessant. Weil da können wir nicht mehr einfach schauen, in der Menge der Worte, ist es jetzt drin oder nicht. Und genau damit werden wir uns natürlich beschäftigen. Okay, hier geht es los mit einem kleinen Beispiel, deutsche Grammatik. Ein Satz. Was ist ein Satz? Naja, der besteht aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja? Und ein Subjekt besteht aus Artikel, Adjektiv, Substantiv und Artikel können jetzt sein der, die, das. So, an der Stelle sieht man schon, wir haben jetzt hier eine andere Syntax wie da. Das mit den Spitzenklammern sind bei der Beschreibung von Grammatiken Variablen, ja? Die dann wieder ersetzt werden können durch andere Variablen oder Konstanten. Hingegen hier das ist eine Konstante, ja, oder auch ein sogenanntes Terminal-Symbol. Der, die, das. Ja. Das können wir nicht mehr weiter ersetzen. Oder Adjektiv kann sein, kleine, süße, flinke. Zugegeben, wir haben hier eine relativ begrenzte Sprache an dem Beispiel. Ja. Oder Substantive, Eisbär, Elch, Kröte, Maus, Nilpferd, Prädikat, Mark, fängt, ist und Objekt, Kekse, Schokolade, Käse, Pizza. Ja. So. Das ist jetzt unsere Sprache und jetzt können wir hergehen und uns Worte generieren zu dieser Sprache. Also, sorry, war nicht ganz exakt. Das hier ist nicht die Sprache, sondern das ist die Sprache definierende Grammatik. Ja? Das ist die Grammatik für unsere kleine Spielsprache jetzt hier. Ja? Genau. Und jetzt gehen wir her und wenden die mal an. Und zwar, so eine Grammatik hat immer ein Startsymbol. Hier heißt das Startsymbol Satz. Ja? Wir wollen jetzt einen Satz erzeugen. Okay, und was machen wir? Wir starten mit diesem Startsymbol und das dürfen wir jetzt ersetzen durch die rechte Seite von dieser Regel. Und dann steht da Subjekt, Prädikat, Objekt. Okay? Und jetzt im nächsten Schritt darf ich eine von diesen Variablen ersetzen, und zwar beliebig. Ich wähle jetzt das Prädikat aus und ersetze das durch fängt. Ja? Gehen wir nochmal zurück hier. Prädikat, genau, da haben wir die drei Möglichkeiten, haben wir ersetzt. So, jetzt ersetzen wir das Objekt durch Kekse. Und jetzt kommt das Subjekt und beim Subjekt haben wir eine komplexere Regel gehabt, die heißt nämlich Subjekt, Pfeil, Artikel, Adjektiv, Substantiv. Ja? Und jetzt können wir die drei Variablen wieder ersetzen. Wir ersetzen Artikel durch das, wir ersetzen Adjektiv durch flinke
und Substantiv durch Nilpferd und jetzt haben wir einen Satz erzeugt. Ja? So, und natürlich ist klar, gibt es viele andere Möglichkeiten, Sätze zu erzeugen, indem wir durch unseren, durch die Grammatik definierten Baum in anderer Art und Weise durchwandern. Ja? Wichtig, wir haben jetzt quasi unsere Grammatikregeln verwendet und die heißen übrigens auch Produktionsregeln, weil wir können durch Verwendung der Grammatikregeln Elemente unserer Sprache produzieren. Ich meine, in der deutschen Sprache nennt man sowas jetzt einen Satz. Bei den formalen Sprachen ist es so, wir haben jetzt ein Wort erzeugt. Das heißt, das hier, diese Zeichenkette, die hier steht, ist ein Wort der zu dieser Grammatik gehörenden Sprache. Okay, so, das war jetzt ein Beispiel, ohne dass wir das Ganze formal sauber definiert haben. Jetzt kommt die formale Variante von dem Ganzen, nämlich die Definition von Grammatik. Eine Grammatik G ist ein Viertupel, V, Sigma, P, S, und sie besteht aus einer endlichen Variablenmenge V, das sind die Nonterminale, einem endlichen Terminalalphabet Sigma, das ist nichts Neues, und V geschnitten Sigma muss leer sein, das heißt, es darf nicht passieren, dass wir eine Variable und eine Konstante mit dem gleichen Namen haben, weil sonst besteht Verwechslungsgefahr. Dann haben wir eine endliche Menge P von Produktionsregeln. Wir haben eine Startvariable S, das war in dem vorigen Beispiel, war das Satz. Ja. Und ist klar, das muss Element von V sein, also es muss eine Variable sein. So, und jetzt ist wichtig, die Produktionsregeln, da müssen wir noch was dazu sagen, wie sind die aufgebaut. Ja. Jede Produktionsregel hat die Form L Pfeil R, also linke Seite Pfeil rechte Seite. Und die linke Seite, die muss aus V vereinigt Sigma plus sein. Das heißt, also erst einmal V vereinigt Sigma ist eine Menge. Das ist die Menge bestehend aus allen Variablen und allen Konstanten. Und das Plus obendran, was bedeutet das? Ohne das leere Wort erst einmal. Nicht leere Menge, sondern leere Wort. Okay, aber weiter. Ich will eigentlich eher wissen, was drin ist und nicht, was nicht drin ist. Naja, das ist die Menge aller Zeichenketten, die ich produzieren kann oder aufbauen kann aus diesen Zeichen, also aus den Variablen und den Konstanten. Sprich, auf der linken Seite von so einer Grammatikregel kann eine Variable stehen oder zwei Variablen oder 17 Variablen und auch noch Konstanten. Und auf der rechten Seite haben wir V vereinigt Sigma Stern. Auf der rechten Seite kann im Prinzip das Gleiche stehen, also auch Variablen, Konstanten, Zeichenketten aufgebaut aus Variablen und Konstanten, aber auf der rechten Seite ist auch das leere Wort erlaubt. Auf der linken Seite nicht. Auf der linken Seite von so einer Regel muss immer was stehen. Okay, ein Beispiel. Beispiel einer formalen Grammatik. Erst einmal hier die Signatur bzw. das Alphabet. Also unter Signatur versteht er jetzt quasi diese formale, diesen Viertupel. Also die Grammatik besteht aus der Variablenmenge. Dann hier die Konstantenmenge. Sie sehen, wir haben die vier Konstanten, öffnende Klammer, schließende Klammer und dann eckige Klammern auch noch. Dann eine Produktionsmenge, die kommt hier gleich und ein Startsymbol. Und das Startsymbol ist die einzige Variable S, die wir da haben. Ja? So, und hier kommt jetzt die Produktionsmenge. Das ist jetzt die Grammatik. Ja? S-Pfeil Epsilon, das ist das leere Wort auf der rechten Seite. S-Pfeil SS, S-Pfeil Klammer auf S, Klammer zu und nochmal S-Pfeil Klammer auf S, Klammer zu. So.
für diese Produktionsmenge gibt es auch noch eine Kurzschreibweise, weil hier haben wir vier Regeln, alle mit dem gleichen Symbol links. Das können wir auch so schreiben. S-Pfeil Epsilon oder SS oder das oder das. Ja? Gut. Ja. Jetzt wenden wir diese Grammatik an, so wie wir es vorhin gemacht haben bei unserer deutschen Sprache da, um Worte zu erzeugen. Und zwar, ja, wir wollen ein spezielles Wort erzeugen, nämlich dieses Wort. Sie sehen, das Wort besteht aus erlaubten Zeichen, nämlich aus diesen vier Klammersymbolen. So. Und wir verwenden, wie ist das, die haben wir jetzt leider, wir verwenden vier Regeln. Die erste heißt, wir können das leere Wort erzeugen, die zweite, wir können S verdoppeln, dritte eckige Klammer drum machen und vierte runde Klammer. Okay, so, wir starten mit der zweiten Regel, wir verdoppeln das S, dann machen wir runde Klammer um dieses S rum. Dann wenden wir auf dieses S die Epsilon-Regel an, also S-Pfeil Epsilon, wir können das S weglassen. Dann verdoppeln wir dieses S hier. Dann machen wir da eine eckige Klammer drumherum. Dann machen wir da noch eine runde Klammer drumherum. Dann tun wir hier noch eine runde Klammer. Dann das S weglassen und fertig sind wir. Wir haben das Wort erzeugt. Ja, gut. Und jetzt schauen wir uns hier eine zweite Ableitungssequenz an, mit der wir das gleiche Wort erzeugen können, aber die anders aussieht. So, was machen wir anders? Hier starten gleich, aber dann machen wir hier rechts, also an die rechte Variable, machen wir die Klammer drumherum und so weiter. Wir kommen aber zum gleichen Wort. Ja? Und hier nochmal haben wir wieder eine andere Ableitungssequenz. Sie sehen, wir erzeugen erst einmal dreimal das S und setzen dann erst unsere Klammern rein. Und wir kriegen wieder das gleiche Wort. Ja? Also sprich, so eine Ableitung für ein bestimmtes Wort muss nicht eindeutig sein. So. Und hier jetzt nochmal eine grafische Darstellung dieser Ableitungen. Und zwar für die erste Ableitung, die wir da vorhin hatten, ist das der sogenannte Syntaxbaum. Also es ist eine baumartige Darstellung. Sie sehen, diese eine Variable S wird durch zwei Variablen ersetzt. Also haben wir hier eine Verzweigung. Und da haben wir wieder eine Verzweigung, weil die Variable wird durch zwei Konstanten ersetzt und so weiter. Und so sieht dann hier dieser Syntaxbaum aus. Für die zweite Ableitung, die wir da hatten, kriegen wir einen anderen Syntaxbaum. Wir sehen es, hier haben wir diese Verzweigung rechts und da haben wir die links. Und wie ist es denn hier langsam? Ja, genau. Das ist zum Beispiel jetzt interessant. Dieser zweite Syntaxbaum und der dritte, die sind identisch. Ja? Also wir hatten hier die zweite Ableitung und die dritte Ableitung waren unterschiedlich. Die liefern aber den gleichen Syntaxbaum. Gehen wir nochmal zurück auf die Folie. Sie sehen, wir haben hier SS und da 3S und da plus 2 und die Klammer. Also wir haben unterschiedliche Ableitungen, die führen aber, wenn wir uns das baumartig anschauen, zum gleichen Syntaxbaum. Genau, also gehen wir nochmal kurz. Erst einmal haben wir diese zweifache Verzweigung, ja. SS, das ist bei beiden gleich. Ja? Und dann, wo unterscheidet sich es jetzt? Bei der zweiten Ableitung tun wir jetzt eine Klammer um das zweite S setzen. Bei der dritten Ableitung, genau, also hier, ja, setzen wir da die Klammer. Bei der dritten Ableitung ersetzen wir das erste S durch 2S. So, das führt aber zum gleichen Syntaxbaum. Schauen Sie. Erster Schritt, S-Pfeil SS. Hier auch. Und jetzt, Moment, hier war der zweite Schritt, da die Klammer zu setzen. Das können wir direkt machen. Da war der zweite Schritt, S-Pfeil SS hier, führt zum gleichen Syntaxbaum. Aber hier
Bei der ersten kriegen wir einen anderen Syntaxbaum. Und das werden wir gleich auf der nächsten Folie dann, wir werden Folgendes definieren. Wenn ich zwei verschiedene Syntaxbäume habe, mit denen ich das gleiche Wort erzeugen kann, so eine Grammatik, die nennt man mehrdeutig. Ja. Wenn ich hingegen ein und dasselbe Wort auf zwei verschiedene Arten ableiten kann, aber ich habe den gleichen Syntaxbaum, dann ist das eindeutig. So. Ah ja, sorry, kommt erst noch ein bisschen weiter später. Ja, okay. Hier haben wir noch jetzt den Begriff der Ableitung ein bisschen sauberer gefasst. Nämlich, wir haben eine Ableitungsrelation und das ist übrigens hier der Doppelpfeil. Vorsicht, da müssen wir jetzt auch aufpassen, wird ganz wichtig sein im Folgenden. Gehen wir nochmal zurück auf unser Beispiel. Schauen Sie, das war eine Ableitung. S-Pfeil, SS und so weiter. Wir verwenden hier immer den Doppelpfeil, um von einem Schritt zum nächsten zu kommen. Hier, bei der Definition der Grammatik, bei der Definition der Regeln, verwenden wir den einfachen Pfeil. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil wir müssen unterscheiden, Grammatikregel und Ableitung. Das ist zwei Paar Stiefel. Die Ableitung ist zwar eine Anwendung von Grammatikregeln, aber die Definition der Grammatikregel ist was anderes als die Anwendung der Grammatikregel. Genauso wie es beim Programmieren ein Unterschied ist, ob ich den Source Code einer Funktion anschaue, also die Definition der Funktion, oder ob ich die Funktion anwende. Das sind zwei Paar Stiefel. Und genauso ist es hier auch. Das ist die Definition meiner Regel und das andere ist die Anwendung. Also Doppelpfeil immer bei der Anwendung. Hier. Okay. Und das ist die Ableitungsrelation. Ja? Und zwar ist das eine Relation auf V vereinigt Sigma Sternkreuz, V vereinigt Sigma Stern. Das heißt, dieser Pfeil, quasi die linke Seite vom Pfeil, ist eine Zeichenkette hier draus und die rechte Seite vom Pfeil ist wieder so eine Zeichenkette. Okay. Ja, und jetzt, was passiert denn beim Ableiten? Was darf ich denn tun in einer Ableitung? Das ist hier beschrieben. Seien xy aus V vereinigt Sigma Stern, x gleich LUR, also x hat diese drei Bestandteile und y hat diese drei Bestandteile, nämlich LVR. Und Sie sehen, L und R sind in x und y gleich. Nur U und V unterscheiden sich. Sprich, ich habe hier auf das U eine Grammatikregel angewendet, die mir dann das V erzeugt. Ja? Und dann muss eben gelten, ich kann x in y überführen, genau dann, wenn es eine Grammatikregel gibt, die U-Pfeil-V heißt. Das ist genau die Ableitungsrelation. So, dann hier noch wieder eine neue Definition, und zwar, wir definieren jetzt, was Pfeilstern bedeutet. Der Sternoperator war ja auf unseren Zeichenketten, der erzeugt quasi die transitive Hülle. Also ich kann quasi alle Zeichenketten, die ich aus irgendwas erzeugen kann. So. Und das ist auch die transitive Hülle der Ableitungsrelation. Ja? Die reflexiv-transitive Hülle der Ableitungsrelation. Ja? Und jetzt hier nochmal in Worten. Wenn ich also schreibe x Pfeil Stern y, dann ist es gleichbedeutend mit y lässt sich in endlich vielen Schritten aus x ableiten. Also y lässt sich aus x ableiten. Ja? Und zwar nicht notwendigerweise in einem Schritt, sondern in irgendeiner beliebigen Zahl von Schritten. Wenn wir den Stern weglassen, dann bedeutet es, y lässt sich aus x in einem Schritt ableiten. Okay, dann definieren wir noch die durch eine Grammatik G erzeugte Sprache L von G. Und das ist relativ simpel jetzt. Wir schreiben, oder wir sagen, L von G ist die Menge aller Worte y aus Sigma Stern, die sich aus S ableiten lassen.
S ist das Startsymbol. Also wenn ich mit dem Startsymbol starte und ich kann in endlich vielen Schritten Y ableiten, dann gehört Y zu der durch diese Grammatik definierten Sprache. Soweit keine Fragen? Gut. Ups, sorry. Ja, gut, diese verkürzte Schreibweise haben wir vorhin am Beispiel schon gesehen. Also wenn ich jetzt viele Regeln habe, L-Pfeil R1 bis L-Pfeil RN, wobei die linke Seite immer die gleiche ist, dann kann ich das auch einfach so schreiben und die Semantik von diesem senkrechten Balken ist oder, also L-Pfeil R1 oder und so weiter. Okay. Dann jetzt noch die Begriffe Linksableitung und Rechtsableitung. Bei einer Linksableitung bzw. Rechtsableitung werden immer zuerst die Nonterminale von links nach rechts bzw. bei der Rechtsableitung von rechts nach links aufgelöst. Ja. Gehen wir vielleicht doch gerade noch mal ein paar Folien zurück. Hier zum Beispiel. Ja, das hier ist eine Linksableitung. Wir tun zuerst das ganz linke Symbol ersetzen, dann sieht es so aus. Dann von den Variablen, die übrig sind, ist dies am weitesten links und Sie sehen, immer links machen wir hier eine Ableitung, wobei das hier ist eben keine Linksableitung, sondern genau, das ist eine Rechtsableitung. Ja. Und das hier ist weder noch. So, dann definieren wir den Begriff der Eindeutigkeit. Eine Grammatik heißt eindeutig, wenn alle Ableitungen eines Wortes immer zu demselben Syntaxbaum führen. Andernfalls bezeichnen wir G als mehrdeutig. Ja? Hatten wir gerade vorhin ein Beispiel schon gesehen. Lässt sich eine mehrdeutige Grammatik nicht in eine eindeutige überführen, so ist sie inhärent mehrdeutig. Also sprich, es kann ja sein, dass ich eine mehrdeutige Grammatik habe, und dann stellt sich die Frage, ja, gibt es vielleicht auch eine eindeutige Grammatik, die mir genau die gleiche Sprache erzeugt? Ja? Wenn es das nicht gibt, dann ist die Grammatik inhärent mehrdeutig. So, und jetzt geht es, ganz wichtiger Begriff, jetzt geht es um die Chomsky-Hierarchie. Ja? Der Noam Chomsky, amerikanischer Linguist und Logiker, der hat sich Gedanken gemacht über die Klassifizierung unterschiedlicher Sprachen. Ja? Und hat eben verschiedene Arten von Grammatiken definiert. Und wir starten jetzt mit den sogenannten Typ 0 Grammatiken oder auch als Phasenstrukturgrammatiken bezeichnet. Wobei dieser Begriff ist eigentlich eher unkonventionell, aber ich meine, der Hoffmann benutzt den so. Also das heißt, eine Grammatik ist vom Typ 0 oder auch rekursiv aufzählbar, falls alle Produktionsregeln aus P die Form L Pfeil R mit, und jetzt kommt es wichtig, L aus V vereinigt Sigma Plus und R aus V vereinigt Sigma Stern haben. Ja gut, also das ist eigentlich hier noch gar keine Einschränkung, wenn wir nochmal zurückgehen zur Definition von Grammatik. Wo war das? Hier. Jede Produktion hat die Form L Pfeil R, L aus V vereinigt Sigma Plus und R aus V vereinigt Sigma Stern. Sie sehen also die Typ 0 Grammatiken, das ist die Menge aller Grammatiken. Beliebige Grammatiken, keine Einschränkung. So. Ja? Genau. Beispiel für eine so eine Grammatikregel. Die könnte zum Beispiel jetzt lauten, also wir haben die Konstante a, die Variable s und die Konstante b. Wenn ich sowas habe von der Struktur, dann kann ich das überführen nach ta. Also links stehen jetzt Konstanten und Variablen gemischt und rechts Variablen und Konstanten auch gemischt.
Jetzt schränken wir das Ganze ein. Die Typ 1 Grammatiken, da haben wir jetzt eine Einschränkung bezüglich unseren Grammatikregeln. So eine Grammatik heißt kontextsensitiv, falls für alle Produktionsregeln gilt. R, die Länge von R ist größer gleich der Länge von L. Beispiel, auf der linken Seite haben wir jetzt eine Zeichenkette der Länge 3 stehen, auf der rechten Seite eine Zeichenkette der Länge 4. Also, rechte Seite ist hier an dem Beispiel länger als die linke Seite. An dem Beispiel da oben ist die rechte Seite kürzer als die linke Seite. Deswegen ist das eine Regel, die nicht in einer Typ 1 Grammatik vorkommen darf. Ja? Das ist eine typische Typ 0 Regel. Jetzt sehen Sie schon auch den Unterschied. Bei Typ 1 sind Regeln nicht erlaubt, die mir ein abgeleitetes Wort wieder kürzer machen. Ja? Ich meine, wir hatten die Beispiele, die wir vorhin gesehen hatten, das deutsche Beispiel, wir haben ja so einen Satz, ein Nilpferd fängt oder frisst oder irgendwas. Da wurde von Schritt zu Schritt die Zeichenkette länger. Oder jedenfalls nicht kürzer. Wenn ich aber Regeln habe, quasi mit denen ich kann ein Stück weit einen Satz erzeugen, der wird immer länger und jetzt wird er wieder kürzer und dann wird er wieder länger und wieder kürzer. Das ist nur bei Typ 0 erlaubt. Ja? Schon bei Kontextsensitiven ist es nicht erlaubt. Warum heißen die jetzt kontextsensitiv? Ja, wir werden es gleich sehen. Bei den anderen Grammatiken ist es nicht mehr erlaubt. Hier ist es noch erlaubt, dass quasi ich kann die Variable s ersetzen durch tc, wenn sie in dem Kontext ab steht. Also wenn s nach einem a und vor einem b kommt, in dem Kontext darf ich es ersetzen durch TC. Deswegen kontextsensitiv. Wenn ich den Kontext weglasse, dann sind wir bei den Typ 2 Regeln. Ja? Eine Grammatik heißt kontextfrei, falls für alle Produktionsregeln gilt L aus V. Sie sehen, jetzt kommt diese zusätzliche Einschränkung. Die linke Seite der Grammatikregel darf nur noch eine Variable sein. Also S-Pfeil ASB. Und jetzt sehen Sie, die Ersetzung von S ist hier kontextunabhängig. Egal, was davor oder nachsteht, S kann so ersetzt werden. Ja. Und dann noch eine weitere Einschränkung. Eine Grammatik heißt regulär, wenn sie kontextfrei ist und für alle Produktionsregeln zusätzlich gilt R aus Epsilon vereinigt Sigma V. Also die rechte Seite kann sein leer oder Sigma V. Und hier steht jetzt kein Stern mehr. Wichtig. Das heißt, auf der rechten Seite muss stehen, Konstante gefolgt von Variable. Beispiel, S-Pfeil, AT, Konstante, Variable. Also bei den Typ 3 Grammatiken haben die Regeln ganz einfache Form. Die müssen immer so aussehen, Konstante gefolgt von Variable. So, das ist die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Hier nochmal grafisch veranschaulicht. Also solche Diagramme ist ganz wichtig, die muss man im Kopf haben. Das muss intuitiv immer präsent sein, wie jetzt diese Sprachtypen ineinander geschachtelt sind. Und zwar fangen wir mal ganz außen an, alle Sprachen. Nochmal kurz zur Erinnerung, was ist eine Sprache? Was ist denn eine Sprache? Wie hatten wir das definiert? Nämlich ohne den Grammatikbegriff. Ganz wichtig. Alphabet, Sigma. Ja. Und aus dem Sigma können wir Worte machen, die dann Sigma-Stern waren. Ja. Sigma-Stern ist die Menge aller Worte, die ich erzeugen kann. Jawohl. Und jetzt, was ist eine Sprache?
jede beliebige Teilmenge von Sigma Stern ist eine Sprache. Ja? Und damit ist klar, an der Stelle ist die Struktur noch gar nicht so wichtig. Ich kann mir zufällig oder sonst wie Worte rausgreifen aus Sigma Stern und sagen, das ist meine Sprache. So, also hier sind alle Sprachen drin, insbesondere auch die total chaotischen. An der Stelle geht es los mit Sprachen, die Struktur haben. Ja? Weil alle diese Sprachen innerhalb von diesem Kasten müssen sich durch eine Grammatik formal beschreiben lassen. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Die interessanten Sprachen sind die unendlichen Sprachen. Und jetzt kommt tatsächlich dieser geniale, tolle Schritt, nämlich wir fordern, dass alle Sprachen hier drin, die Typ-0-Sprachen, dass die sich beschreiben lassen durch Grammatikregeln, die so eine Form haben. Ja? Das heißt, die müssen sich beschreiben lassen durch Regeln, durch ein formales System. Und ganz wichtig, ich gehe jetzt nicht mehr zurück zur Definition von Grammatik, ganz wichtig, eine Grammatik ist ein endliches Gebilde. Nämlich, wie hatten wir es definiert? Eine Grammatik ist ein Viertuppel bestehend aus einer Variablenmenge, einer Konstantenmenge, einer Produktionsregelmenge und einem Startsymbol. Und die Mengen, die da drin stehen, sind alle endlich. Das heißt, die Grammatik formal ist eine endliche Zeichenkette. Und das ist das Coole. Das heißt, ich kann eine unendliche Menge beschreiben mit einer endlichen Zeichenkette. Und das geht nicht für jede unendliche Menge. Ja? Das geht nämlich nur für unendliche Mengen, die so schön strukturiert sind, dass sie sich eben endlich beschreiben lassen. Wenn ich jetzt irgendwelche Affen oder sonst irgendwelche Zufallsprozesse Zeichenketten erzeugen lasse, und zwar unendlich viele, dann lassen die sich normalerweise nicht durch einen endlichen Satz von Regeln beschreiben, sondern nur dann, wenn schön Struktur drin ist in der Sprache. Das ist das Interessante. Okay, also wie gesagt, alle Sprachen hier drin haben entsprechend Struktur. Und zwar, je weiter innen sie liegen, desto einfacher ist die Struktur. So, und Sie sehen jetzt, die Typ-1-Sprachen sind eine Teilmenge der Typ-0-Sprachen. Gehen wir nochmal zurück zur Definition und schauen uns das an. Typ 0, Typ 1. Sie sehen, bei Typ 0 ist ja gar keine Einschränkung da. Alle Grammatiken sind Typ 0. Bei Typ 1 kommt die erste Einschränkung, nämlich die rechte Seite muss mindestens so lang sein wie die linke Seite. Das ist eine Einschränkung gegenüber Typ 0, also ist es eine Teilmenge. Wenn wir zu Typ 2 gehen, bei Typ 2 muss die linke Seite eine Variable sein. Jetzt müssen wir uns gleich fragen, ja, ist es dann eine Teilmenge von Typ 1? Nämlich die Forderung von Typ 1, nämlich dass die rechte Seite mindestens so lang sein muss wie die linke Seite, ist die hier noch gegeben? Auf der linken Seite? Ja. Ja, aber es geht auch um die rechte Seite. Die rechte Seite muss mindestens so lang sein wie die linke Seite. Ist es hier noch gegeben?
Also, wenn die rechte Seite kürzer ist als die linke Seite, das wäre ja zum Beispiel eine Regel der Form ST, Pfeil S. Das wäre zum Beispiel so eine Regel. Ja? Da ist die rechte Seite kürzer als die linke. Aber sowas kann ja hier gar nicht mehr passieren. Genauso kann es auch nicht mehr passieren, SA, Pfeil S. Kann hier auch nicht mehr passieren, weil wir ja fordern, auf der linken Seite darf nur eine Variable stehen. Jetzt ist nur noch die Frage, also das heißt, das hier ist sowieso nicht erlaubt. Eine Variable links und jetzt ist die Frage, darf auf der rechten Seite gar nichts mehr stehen? Das ist die interessante Frage. Und ja, gut, ich meine, hier steht ja was auf der rechten Seite stehen darf. V vereinigt Sigma Stern. Und Stern heißt ja auch, das leere Wort darf auf der rechten Seite auch noch stehen. Also das heißt, solche Regeln sind erlaubt. S-Pfeil Epsilon. Ja? Und damit, das ist das leere Wort, das hat die Länge 0, damit ist die rechte Seite tatsächlich kürzer als die linke Seite. Also formal ist das jetzt gefährlich oder könnte das gefährlich werden. Aber tatsächlich ist es in einer Ableitung deswegen nicht weiter tragisch. Machen wir jetzt mal nochmal ein Beispiel. Wir nehmen unsere Sprache, die wir vorhin hatten, nämlich da waren die Regeln S-Pfeil Epsilon oder SS oder Klammer auf S, Klammer zu oder so. Ja? Und jetzt machen wir mal eine Ableitung. S-Pfeil SS-Pfeil Klammer auf, S, Klammer zu, S. So. Und jetzt wenden wir hier die Epsilon-Regel an. Pfeil, Klammer auf, S. Und jetzt wenden wir nochmal die Epsilon-Regel an und wir kriegen das hier. Ja? So. Und wir sehen, was passiert. Hier machen wir unsere Zeichenkette länger, von 1 auf 2. Von 2 auf, langsam. Von 2 auf 4 kommen wir jetzt, genau. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird es wieder kürzer. Von 4 auf 3, von 3 auf 2. Das ist aber jetzt nicht so tragisch, weil wir können nur Variablen ersetzen. Das heißt, wir können hier Variablen zwar wieder rausnehmen, aber wir können keine Konstanten mehr rausnehmen. Das heißt, und die Konstanten sind ja das, was am Ende da bleibt. Schauen Sie, das ist die Zeichenkette, die ich erzeugt habe. Die Variablen, die fallen sowieso alle irgendwann wieder raus. Ja? Aber was nicht sein darf bei bei so einer Sprache, also bei einer kontextfreien Sprache, es darf nicht passieren, dass ich irgendwelche schon erzeugten Konstanten wieder rausnehme. Das darf nicht passieren, weil die würden dann quasi zum Kontext gehören. Und das passiert ja auch nicht. Und insofern ist es tatsächlich so, dass die kontextfreien eine Teilmenge von den kontextsensitiven sind. Und die regulären Grammatiken sind wiederum eine Teilmenge der kontextfreien Grammatiken. Und da steht es auch explizit mit drin und da muss man es mit reinschreiben. Eine Grammatik heißt regulär, falls sie kontextfrei ist und zusätzlich diese Einschränkung für die Regeln gilt. Okay, und damit haben wir eben die Chomsky-Hierarchie. Und Sie sehen jetzt auch, warum das Hierarchie heißt. Weil die Typ-0-Sprachen sind eine Teilmenge von allen und die 1er wieder eine Teilmenge von 0, 2 eine Teilmenge von 1 und 3 eine Teilmenge von 0. Ja? So. Und da muss man aufpassen, weil die Menge der Typ-3-Sprachen ist nicht disjunkt zur Menge der Typ-2-Sprachen. Oder anders gesagt, jede Typ-3-Sprache ist natürlich eine Typ-2-Sprache, ist ja klar.
Und jede Typ-2-Sprache ist eine Typ-1-Sprache und die wiederum sind Typ-0-Sprachen. Und die Typ-0-Sprachen sind Sprachen. Klar. Also ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, manchmal ist man salopp und sagt, ah, die Sprache ist eine Typ-0-Sprache, das hat nicht viel Aussagekraft. Das kann eine Typ-3-Sprache sein. Kann eine Typ 3, Typ 2, Typ 1, kann alles sein. Ja? Wenn Sie sagen wollen, meine Sprache ist hier in diesem dunkelsten blauen Bereich hier, wie müssen Sie das dann ausdrücken? Naja, Sie müssen sagen, das ist eine Typ 0 Sprache, die nicht Typ 1 ist. Dann wissen wir es. Dann wissen wir es, die ist in diesem Randbereich. Wenn Sie nur sagen Typ 0 Sprache, dann kann sie auch hier liegen, ist ja klar. Also da muss man einfach darauf achten, was den Sprachgebrauch betrifft. Okay, jetzt ein paar Beispiele. AB hoch N ist eine Typ 3 Sprache. Was ist das nochmal, AB hoch N? Welche Worte sind da drin? Schreiben wir ein paar schnell an die Tafel. Sagen Sie mir ein. AB. AB, weiter, mehr. AB, AB. Genau. Und so weiter. A hoch N, B hoch N. Was für Worte sind da drin? Ja, zum Beispiel AA, BB oder AAA, BBB. So, interessant ist, diese Sprache hier, die ist Typ 3, also gehört zur einfachsten Klasse, die ist schon komplexer. Ja? Die ist, und hier steht es jetzt, muss man aufpassen, da steht, das ist eine Typ 2 Sprache, aber das sagt ja gar nichts aus, weil könnte ja auch Typ 3 sein, deswegen steht da, das ist eine Typ 2 Sprache, die nicht vom Typ 3 ist. Das heißt, mit den einfachen Typ 3 Regeln lassen sich solche Worte nicht mehr erzeugen. LC1, A hoch N, B hoch N, C hoch N, die ist Typ 1, aber nicht Typ 2, ist ja auch interessant. Also wenn ich jetzt hier praktisch 3 A's, 3 B's und 3 C's, die lassen sich mit den Typ 2 Regeln schon nicht mehr erzeugen, da brauche ich stärkere Regeln, da brauche ich Typ 1 Regeln. So, und jetzt brauchen wir noch ein Beispiel für eine Typ 0 Sprache, die sich nicht mit Typ-1-Regeln erzeugen lässt. Und das ist die hier. Wir werden die Sprachen, also wir werden für jede von diesen vier Sprachen auch irgendwann eine Grammatik angeben. Wir werden dann sehen, die Grammatik hier, die ist nicht mehr so ganz trivial und so ganz leicht durchschaubar. Aber was ist denn das jetzt? A hoch 2 hoch N. Was ist denn das für eine Sprache? Was für Worte sind da drin? Übrigens, nur A's, keine B's. Also, geben Sie mir mal Beispiele für Worte, die da drin sind. A, 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 4 A's, 8 A's, 16 A's und so weiter. Genau. Also kommt einem ja auch nicht irgendwie super kompliziert oder interessant vor. Aber ich meine, diese Einschränkung, dass die Zahl der A's eine Zweierpotenz sein muss, ist offenbar nicht trivial. Nicht trivial wäre zu sagen, ja, die Zahl der A's ist beliebig, alles erlaubt. Das ist eine ganz billige Sprache, nämlich Typ 3. So, gut. Ja, sorry, wir haben jetzt schon andauernd einen Begriff benutzt, den wir noch gar nicht definiert haben. Das müssen wir jetzt dringend tun. Nämlich, was ist denn eine Typ-N-Sprache, also Typ 3, 2, 1 oder 0-Sprache? Man bezeichnet eine Sprache L als Typ-N-Sprache, wenn eine Typ-N-Grammatik G existiert, die L erzeugt. Ja? So. Und LN, also dieses geschwungene LN, ist die Menge aller Typ-N-Sprachen.
Und jetzt haben wir hier, klar, haben wir diese Inklusionsrelation, und das entspricht ja unserem Hierarchiediagramm, das wir vorhin gesehen haben. Nämlich L3 ist eine Teilmenge von L2, Teilmenge von L1, Teilmenge von L0. So. Und jetzt können wir uns natürlich solche Fragen stellen. Zum Beispiel Abschlusseigenschaften bezüglich der Vereinigung. Wenn ich zwei Sprachen habe, die vom Typ LN sind, ist dann die Vereinigung von den beiden Sprachen auch in LN drin? Und wir werden sehen, die Antworten werden für je nach Sprachtyp, also Typ 3, 2, 1 oder 0, unterschiedlich sein. Genauso mit dem Durchschnitt kann man sich fragen, ich habe zwei Sprachen, die in LN sind, ist der Durchschnitt auch in LN? Dann nehmen wir doch hier ein Beispiel. Das hier war, diese Sprache war Element von L3. Die war Element von L2. Also Typ 2, Typ 3. Damit sind beide aus Typ 2. Ja? Da sehen wir den Durchschnitt von den beiden Sprachen. Was ist denn der Durchschnitt? Was ist der Durchschnitt von den beiden Sprachen? Das ist beide gemeint. Ja, eben. Was ist der Durchschnitt? Also welche Worte sind im Durchschnitt drin? Das will ich wissen. Nix? Also das waren ja diese Sprachen hier. A, B hoch N... Und A hoch N, B hoch N. Hm? Was ist drin? AB. AB, genau. Das haben wir hier übrigens vergessen hinzuschreiben. AB. Ja. Und wenn wir N als, wenn wir die 0 nicht erlauben, dann ist das tatsächlich der Durchschnitt. Ja? Und wo ist der dann drin? Ist in L3. Das ist ja eine Sprache, die nur dieses eine Wort enthält und die kann ich leicht mit Typ 3 Regeln erzeugen. Okay. So. Genau. Wichtig hier auch nochmal ist Typ 0, aber nicht Typ 1. Ganz wichtig, das dazu zu sagen. Damit ist klar, das ist eine nicht triviale Sprache. Wenn ich nur sage, ist Typ 0, das kann ich für alle sagen, sind alle Typ 0. Okay, so Vereinigung, Durchschnitt, Komplement, natürlich auch das ist wieder eine interessante Frage. Ja, das Komplement einer Sprache, also ich habe eine Sprache L, was ist das Komplement? Naja, das Komplement ist die Menge all der Worte, die nicht in der Sprache sind. Und damit ist das Sigma Stern ohne L. Gehört das wieder zum gleichen Typ? Das ist eine ganz interessante Frage. Und die Antwort hängt auch wieder vom Typ ab. Dann die Konkatenation. Ich habe zwei Sprachen L1 und L2 und stelle mir die Frage, ist dann L1, L2 auch in LN? Übrigens, was ist denn das für eine, was ist das für eine komische Geschichte? L1, L2, was ist denn das? Da hätte ich gern von Ihnen irgendein Statement. Mag sein, das ist völliger Unsinn, was da steht, oder was verstehen Sie darunter? Ist das nicht eine Vereinigung? Offenbar wohl nicht, weil die Vereinigung hatten wir da oben. Ist die Aneinanderhängung? Die Aneinanderhängung, genau, so ist es. Wir haben doch die Konkatenation definiert als wir hängen zwei Zeichenketten aneinander. Okay, aber macht das jetzt Sinn? Ich meine, die Konkatenation ist definiert für Zeichenketten und nicht für Mengen. Wie könnte man das jetzt verstehen? Ich hänge zwei Sprachen aneinander. Und Sprachen sind Mengen, nämlich Mengen von Worten. Wie könnte man das verstehen?
Genau. Dieses L1, L2 ist die Menge aller Worte, die entstehen, wenn ich beliebige Worte, ein beliebiges Wort aus L1 nehme und ein beliebiges Wort aus L2 und die aneinander hänge. Also die Menge aller konkatenierten Worte. Was ist das für ein Typ? So, solche Fragen werden wir uns, wir werden jetzt im Folgenden anfangen mit Typ 3 Sprachen, Typ 2, Typ 1, Typ 0. Also mit den einfachsten fangen wir uns an und am Ende von dem Kapitel werden wir uns immer diese vier Fragen stellen. Unter anderem. Ah ja, sorry, und Frage 5 haben wir noch vergessen gehabt, die Klinsche Hülle. Ist mit L aus LN auch L Stern aus LN? Und auch hier müssen wir uns wieder fragen, was ist denn L Stern? Also ich habe jetzt nicht mehr zwei Sprachen gegeben, sondern eine. Ja, jetzt wollte gerade jemand was sagen. Eine Sprache mit dem leeren Wort. Ich habe es schon mal gesagt, in L-Stern ist nicht nur das leere Wort drin, sondern das Wichtigere sind die nicht leeren Worte. Die eigenen Worte beliebig aneinander gekettet. Genau, so ist es. Also ich habe eine Sprache und jetzt nehme ich beliebige zwei Worte aus der Sprache und hänge die aneinander. Und das rekursiv, das heißt, dadurch entsteht ein neues Wort und an das kann ich wieder jedes andere dranhängen und umgekehrt. Und da stellen wir uns wieder die Frage, wenn ich diese klinische Hülle auf einer Sprache betrachte, gehört die zum gleichen Typ. Okay, ja, jetzt fangen wir an mit regulären Sprachen, also Typ 3 Sprachen. Kleinste Sprachklasse, werden von regulären Grammatiken erzeugt, werden von endlichen Automaten akzeptiert, das werden wir sehen, werden wir auch beweisen, ganz wichtig. Endliche Automaten ist das einfachste Maschinenmodell, was wir kennen, ist irgendwie nicht weiter erstaunlich, dass die einfachste Sprachklasse auch von einfacheren Maschinen erkannt werden kann. Können durch reguläre Ausdrücke dargestellt werden. Als Informatiker wissen Sie, was reguläre Ausdrücke sind, beziehungsweise hatten sicher auch schon damit zu tun. Und das ist interessant, also reguläre Ausdrücke, das würde man eher so vielleicht nicht mit formalen Sprachen, sondern mit Pattern Matching in Verbindung bringen. Also da kann man ja irgendwelche Muster vorgeben. Aber eben, wenn ich ein Muster vorgebe, zum Beispiel wenn ich jetzt sage A Stern, also Zeichen A und dann Stern hinten dran, das bedeutet, ich habe das Zeichen A und dann kann ein beliebiges Zeichen kommen. Ja? Damit rede ich doch über eine Menge von Worten. Und was ist eine Menge von Worten? Eine Sprache. Ganz einfach. So, also mit regulären Ausdrücken können wir Sprachen beschreiben und wir werden sehen, die Menge der Sprachen, die ich mit regulären Ausdrücken beschreiben kann, sind genau die Typ 3 Sprachen. Also reguläre Ausdrücke sind gleichmächtig wie reguläre Grammatiken, werden wir noch sehen. Okay, Beispiel einer regulären Sprache. Das ist diese Grammatik mit diesen Produktionsregeln. Und zwar S-Pfeil AB, konstante Variable, B-Pfeil BC, C-Pfeil Epsilon oder AB. So. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist das L von G von dieser Grammatik, dann ist es tatsächlich diese Sprache LC3, nämlich AB hoch N. Und das ist irgendwo ja auch plausibel, nämlich wir starten mit dem Startsymbol S, können dann ein A erzeugen und dann ein B. Aus dem B können wir erzeugen BC. Und jetzt kommt die rekursive Regel. Ja? Nämlich,
Also wenn ich dann jetzt, also ich kann, machen wir vielleicht kurz eine Ableitung dann. Da haben wir doch eine, sorry, auf der Tafel. S-Pfeil AB, dann nehmen wir die Regel für das B, BC, dann für das C, AB und jetzt geht es rekursiv weiter. B kann ich ersetzen durch BC und jetzt das C, damit terminiert es, durch Epsilon. Und Sie sehen, wir kriegen lauter solche AB-AB-Ketten. Hier haben wir den Syntaxbaum dazu. Ja. Okay, und damit haben wir jetzt auch schon bewiesen, das war ein relativ einfacher Beweis, dass diese Sprache AB hoch N, dass die Typ 3 ist. Reicht völlig aus. Wenn ich eine Typ 3 Grammatik angeben kann, ist bewiesen, das ist eine Typ 3 Sprache. Das ist ja die Definition von Typ 3 Sprache. Okay. Ah ja, jetzt kommt das Pumping-Lemma, sorry. An der Stelle möchte ich jetzt noch eine Kleinigkeit einfügen. Ja, das fehlt im Hoffmann-Buch und das möchte ich hier jetzt noch einfügen. Und zwar, ich möchte jetzt, wir sind ja bei Typ-3-Sprachen gerade. Und Typ-3-Sprachen, das sind die Klasse der einfachsten Sprachen, die wir haben. Und da möchte ich jetzt nur zwei Beispiele bringen von Sprachen, die Typ 3 sind. Das ist ganz wichtig. Ja? Einfach zum Verständnis von, was sind denn einfache Sprachen. Und zwar werden wir jetzt an der Tafel zwei Sätze beweisen. Die schreiben wir jetzt erst einmal hier hin. Und zwar, der erste Satz heißt, Sigma Stern ist eine Typ-3-Sprache. Macht es überhaupt Sinn, was da steht? Was ist denn Sigma-Stern überhaupt? Ist Sigma-Stern überhaupt eine Sprache? Haben wir eigentlich nie gesagt, dass Sigma-Stern eine Sprache ist. Was ist denn Sigma-Stern? Ja. Die Menge aller Zeichenketten, die ich erzeugen kann, aus dem Alphabet Sigma. Und was ist eine Sprache? Eine Teilmenge davon. Genau, so ist es. Und Sigma-Stern ist natürlich eine Teilmenge von sich selber. Also insofern ist es auch eine Sprache. Und jetzt kommt meine Behauptung, Sigma-Stern ist Typ 3. Wie beweist man die? So wie wir es gerade, so wie wir es hier auch gemacht haben. Wie haben wir es hier bewiesen, dass dieses LC3 Typ 3 ist? Wie haben wir das bewiesen? Hey, Freunde, haben wir gerade eben gemacht, auf der Folie. So ist es. Wir haben eine Grammatik angegeben und die muss Typ 3 sein. Und warum ist die übrigens Typ 3 da, die Grammatik? Warum ist diese Grammatik hier Typ 3? Genau. Jede Regel hat auf der linken Seite nur eine Variable und auf der rechten Seite konstante Variable oder Epsilon. Damit ist die Typ 3. So, und genauso werden wir es hier auch machen. Ich will jetzt, dass wir hier auf die Tafel eine Grammatik hinschreiben, die Sigma-Stern erzeugt. Und die muss Typ 3 sein. Hat jemand eine Idee? Also ich fange mal an, schreibe aber die Produktionsregeln für meine Grammatik noch nicht hin. Ja?
Und die sollen Sie sich dann überlegen. Also, Beweis. Und zwar, ich sage jetzt, G ist gleich. Als Grammatikvariablen brauche ich nur eine. Genau. Als Konstanten nehme ich eine beliebige Menge C1 bis Cn. Also mein Alphabet ist beliebig. Ich meine, das ist ja letztlich nichts anderes als Sigma. Ja? Dann P, und Startsymbol S. So, und jetzt will ich das P wissen. P ist gleich, so wie da drüben. Geschweifte Klammer auf. Und jetzt sind Sie gefragt. Sie geben jetzt Regeln an. S-Pfeil, das ist schon mal ein guter Start. Dann CI, dass man irgendeine aus der ja. Menge. Genau, schreiben wir doch einfach mal, fangen wir mit C1 an. Ja? Also, und dann, was kommt dann? Die Variable. Irgendeine. Wir haben ja bloß eine. C1S oder C2S. Oder und so weiter bis CNS. Genau. Oder Epsilon. Und fertig sind wir. Fertig. Ja, also, ich meine, sind Sie jetzt zufrieden? Ist das der ganze Beweis? Nein, das sind, wie viele Regeln sind es denn? N plus 1 mit der Epsilon-Regel. Und das N muss endlich sein. Haben wir am Anfang gesagt, Alphabet muss immer endlich sein. Also sind das auch endlich viele Regeln. Also ich habe jetzt eine Grammatik angegeben, aber was fehlt denn noch an dem Beweis? Wir brauchen eine Sprache. Oh, nö, eigentlich nicht. Wir haben doch schon eine Sigma Stern. Um die geht es hier. Müssen wir jetzt nicht zeigen, dass wirklich jedes Wort daraus, mit unserer Grammatik jedes Wort in Sigma Stern erzeugt werden kann? Genau, das müssen wir noch zeigen. Also wir müssen zeigen, dass die Worte, die aus G ableitbar sind, genau Sigma Stern erzeugen. Also damit müssen wir erstens zeigen, jedes Wort in Sigma Stern lässt sich erzeugen. Und zweitens, sonst gar nichts, sonst lässt sich nichts erzeugen. Ich meine, das zweitens ist trivial, weil Sigma Stern enthält alle Worte, die es gibt über dem Alphabet. Ja? Aber wir müssen zeigen, ein beliebiges Wort aus Sigma Stern lässt sich mit der Grammatik ableiten. Okay, wie zeigen wir das? Naja, wir nehmen ein beliebiges Wort, sei. So, jetzt wird es mit dem Formal aufschreiben ein bisschen komplizierter. Sei W gleich. Und jetzt, das Wort besteht ja aus solchen Konstanten. Ja? W gleich, ja, nehmen wir hier ein Omega. W1, W2, Komma und so weiter bis WK. Ein Element von Sigma Stern. Ja? Also,
Das heißt, es ist irgendein beliebiges Wort gegeben. Okay? Und das Wort besteht aus diesen Zeichen. Wobei, das sind ja jetzt Variablen. Ja? Das heißt mit, ja, gut, müssen wir eigentlich nicht weiter, aber schreiben wir es noch dazu, mit WI aus, eigentlich reicht es aus Sigma. Ich meine, gut, das ist trivialerweise hier auch schon beinhaltet. Ja? Das heißt, dieses W1 ist 1 von C1 bis Cn und W2 und so weiter. Ja? So. Naja, wie können wir jetzt dieses Wort erzeugen? Naja, jetzt geben wir halt eine Ableitung an. Jetzt geben wir eine Ableitungssequenz an. S-File. Und jetzt kommt es halt darauf an. Jetzt kommt es halt darauf an, was das erste Zeichen ist. Ja? Langsam. Die Regeln haben ja immer so eine Form. Konstante Variable. Jetzt müssen wir aufpassen. Geht es von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten? Konstante Variable, dann wieder konstante. Genau, es geht von vorne nach hinten. Ja? Also, das heißt, wir können natürlich schreiben S-Pfeil W1S, sorry, Doppelpfeil, Pfeil W2S, Pfeil und so weiter bis W, Pfeil WKS, Pfeil. Ach so, halt. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Das ist natürlich Unsinn. W1S, Pfeil. W1, und jetzt ersetzen wir das S durch W2S. Pfeil und so weiter. Und dann haben wir nämlich erzeugt W1, W2 und so weiter bis WK minus 1 S Pfeil W1 bis WK. Genau, da wird ja jetzt das letzte S durch Epsilon ersetzt und wir sind fertig. Wichtig ist jetzt an der Stelle, dass diese Ws hier, das sind ja jetzt quasi so Metavariablen, weil das sind die Zeichen in diesem Wort und diese Zeichen sind aber ja aus unserem Alphabet. Das heißt, die sind C1 bis Cn. Ja? Das heißt, an der Stelle, wenn jetzt das W1 C7 war, dann verwende ich halt die Regel S-Pfeil C7S. Ja? Und wenn jetzt W2 C15 war, dann verwende ich hier die Regel, also hier die Regel S-Pfeil C15S. Okay, das ist der Beweis. Also Sigma Stern ist eine Typ-3-Sprache. Bitte merken, wichtig, weil Sigma Stern ist tatsächlich die größte Sprache, die es überhaupt gibt bei dem Alphabet Sigma. Ja, klar, weil alle Zeichenketten drin sind. Okay, also die größtmögliche Sprache für ein beliebiges Alphabet ist immer Sigma Stern und immer Typ 3. Also das ist das eine Ende, die größtmögliche Sprache. Und jetzt schauen wir auf die Menge der kleinstmöglichen. Ich meine, die allerkleinste Sprache ist die leere Sprache, die ist so trivial, die schauen wir nicht an. Ja? Aber wir schauen jetzt auf die Menge aller endlichen Sprachen. Das schauen wir uns jetzt an. Und das ist unser nächster Satz. Alle endlichen Sprachen sind Typ 3.
Und das finde ich ganz nett. Einfach so vom Verständnis her als erste Kleinigkeit. Die größtmögliche Sprache ist Typ 3. Und die kleinsten Sprachen, nämlich die endlichen, sind auch alle Typ 3. Jede endliche Sprache ist Typ 3. Und der Beweis dafür ist auch nicht schwierig. Beweis. Wie könnte man das jetzt beweisen? Ideen? Ich fange mal an, vielleicht kommt Ihnen dann so die zündende Idee. Ich schreibe eh bloß so syntaktischen Zucker erst einmal hin. Sei L endlich. Und zwar eine beliebige endliche Sprache und jetzt zeigen wir, dieses L ist Typ 3. Naja, dann gilt, oder dann gibt es, genau, dann gibt es Konstanten, nämlich K und, ja, wir lassen nur offen, wie die anderen alle heißen, mit L ist gleich die Menge aller Worte W1 bis WK. Also ich meine, das ist jetzt trivial, was bis jetzt hier steht. Wenn L eine endliche Sprache ist, dann kann ich tatsächlich die Worte alle aufzählen und hinschreiben, weil es endlich viele sind. Und K ist dann die Anzahl der Worte in dieser Sprache. Okay, mit dem hier und das Wort W1 besteht jetzt aus den Zeichen, ja, ich schreibe jetzt einfach V1, 1, V1, 2 bis V1. Eins, genau. Und jetzt kommt L1. Was heißt das? Das erste Wort ist ja eine Zeichenkette. Ja? Und das erste Wort hat die Länge L1. Und jetzt gebe ich diesen Zeichen, die da vorkommen in dem ersten Wort, die Namen V. Also der erste Index steht immer für die Nummer von dem Wort und der zweite Index für die Nummer von dem Zeichen in dem Wort. V1,1, V1,2 bis V1,L1. Das zweite Wort, also das, genau, das schreiben wir jetzt hier in das zweite Wort. Ne, schreiben wir es drunter, das ist schöner. W2 ist gleich V2,1, V2,2 und so weiter bis, und das muss natürlich nicht die gleiche Länge haben, V2,L2. Strichpunkt und so weiter bis WK ist gleich VK1, VK2 und so weiter bis VKLK. Genau. So. Jetzt haben wir sauber aufgeschrieben,
quasi oder die Worte in unserer endlichen Sprache quasi mit beim Namen genannt. So, jetzt müssen wir hier mal auswischen. Was müssen wir jetzt tun als nächstes? Was müssen wir jetzt tun? Eine Grammatik angeben. So ist es. Und zwar, die Grammatik muss vom Typ 3 sein. Wir müssen jetzt eine Typ 3 Grammatik angeben, mit der wir genau diese Worte erzeugen können. Okay. Also, dann gehen wir her und sagen, G ist gleich Menge aller. So, jetzt brauchen wir eine Menge von Variablen. Und wie nennen wir die denn? Ja, die nennen wir jetzt S 1 1 bis S 1 L 1, S 2 1 bis S 2 L 2 und so weiter bis, Sie sehen, für jedes Zeichen, das in irgendwelchen Worten vorkommt, spendieren wir eine Grammatikvariable. L1, danke. Ja, okay. Und jetzt haben wir S, was war das? K1 bis S, K, LK. So, damit haben wir die Menge der Grammatikvariablen definiert. Langsam halt, wir brauchen noch ein Startsymbol, das haben wir noch vergessen. Nehmen wir hier einfach noch ein S mit dazu, Komma, und da die geschweifte Klammer. So, ich denke, das müsste ausreichen. Genau, und dann brauchen wir natürlich eine Menge von Konstanten. Das ist relativ simpel, und zwar ja, da können wir ganz simpel hinschreiben, Komma Sigma, für ein beliebiges Sigma. Ja? Dann kommt P und S. So, und jetzt P ist gleich S-Pfeil jetzt. Naja, ich meine, vielleicht ist es jetzt schon klar, nachdem klar ist, welche Grammatikvariablen wir definiert haben, wie die Grammatikregeln aussehen werden. Ich werde jetzt einen Satz von Grammatikregeln angeben, mit denen ich das erste Wort erzeugen kann. Und welche Variablen werde ich verwenden? Ja, genau die hier. Also, S-Pfeil V11 S11 Komma. Und jetzt eine Regel, mit der ich aus dieser Variable das nächste Konstante, also S11 Pfeil V12 S12 Komma und so weiter bis S1 L-1 Pfeil V1 L, sorry, L1 S1 L1. Genau. Und jetzt brauchen wir noch eine Regel, passt leider. Ah doch, da machen wir hier. Machen wir die Zeile einfach noch ein bisschen länger. Komma S1 L1 Pfeil, wohin muss das abbilden? Epsilon, klar. Weil dieses erste Wort muss ja hier aufhören. Okay,
Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir das gleiche Spiel fürs zweite Wort. V21, S21, S21, Pfeil V22, S, groß S, 2, 2, und so weiter bis S2L, halt, sorry, L minus L1 minus 1 muss das hier heißen, also L2 minus 1, Pfeil V2, L2, S2, S2, L2, Komma, S2, L2, Pfeil Epsilon. Und so weiter bis S, Pfeil, V, was war das? K, oder? Ja. V, K1, S, K1, Komma, S, K1, Pfeil, V, K2, S, K2, Komma, und so weiter bis S, K, L, K, minus 1, Pfeil, V, K, L, K, S, K, ja, wo schreiben wir es hin? Also hier gehört noch hin L, K, und hier die Regel S, K, L, K, nach Epsilon. So, und jetzt geschweifte Klammer zu. So. Können wir das nicht abkürzen und beim Vorletzten schon das SKLK durch Epsilon ersetzen? Hier? Ja. Nein? Das, also, na, wir könnten es schon, aber wir dürfen es nicht. Weil, das wäre ja, also das hier wäre eine Regel von der Form, die hätte die Form S, Pfeil, A, fertig. Ja? Ich meine, das Epsilon können wir weglassen, der da hinten dran. Wir würden Variable durch Konstante ersetzen. Das ist aber bei Typ 3 nicht erlaubt. Bei Typ 3 ist nur erlaubt, Variable, Pfeil, konstante Variable oder Variable, Pfeil, Epsilon. Ich meine, das ist äquivalent. Also es wäre kein Problem, solche Regeln zu erlauben. Ja? Warum tut man es nicht? Man tut es deswegen nicht, weil wir machen jetzt theoretische Informatik und wir werden Beweise führen über Sprachen. Und wenn ich einen Beweis führen will über eine Typ-3-Sprache, dann ist das einfach wunderschön, wenn es nur zwei Typen von Regeln gibt und nicht drei Typen. Ja? Wir hätten hier noch einen weiteren Regeltyp, der macht die Typ-3-Sprachen nicht mächtiger, aber der macht unsere Beweise schwieriger, weil ich muss dann in der Zukunft für alle drei Typen von Regeln irgendwas zeigen und wenn ich nur zwei Typen von Regeln habe, dann sind die Beweise halt einfacher in Zukunft. Das ist der Grund. Ja? Ganz wichtig, ich meine, das werden wir an vielen Stellen sehen, zum Beispiel sind auch deswegen die Turing-Maschinen in der theoretischen Informatik so wichtig, weil wir werden zeigen, Turing-Maschinen sind gleichmächtig wie unsere von Neumann-Computer, aber sind viel einfacher. Und deswegen ist es viel einfacher, einen Beweis über eine Turing-Maschine zu führen, als über einen von Neumann-Rechner mit einer komplizierten Speicherhierarchie, mit Cache und Second-Level-Cache und was weiß ich was alles. Ja. Die Turing-Maschine hat ein Band und fertig, ja. Ist aber gleich mächtig und deswegen und hier genauso. Ja. Deswegen versuchen wir, die Definition unserer Sprachen so einfach wie möglich zu machen. Okay, sind wir jetzt fertig mit unserem Beweis? Wir haben P hingeschrieben, genau. Ich meine, jetzt zu beweisen, dass diese, genau diese Regelmenge, genau diese Worte und sonst nichts erzeugen kann, ich glaube, das ist jedem offensichtlich, oder? Also ich glaube, da müssen wir nichts mehr groß sagen, weil wir haben ja hier so eine lineare Kette gebaut, Startsymbol, dann kommen wir dahin. Die einzige Möglichkeit, wie ich hier weitermachen kann, ist die Anwendung von der Regel. Ja? Das heißt, ich kann hier wirklich nur sequenziell durchrattern
und kriege damit genau das erste Wort. Ja? Und das kann ich mit all denen machen, damit ist klar. Ja? So. Immer natürlich ist das ein übel komplexes Konstrukt. Wenn ich jetzt eine endliche Sprache habe, die eine Million Worte hat, dann muss ich für jedes von dieser einer Million Worte so viele Regeln haben, wie das Wort Zeichen hat. Das heißt, ich habe gigantisch viele Regeln, aber man merkt, das geht. Und zwar geht es für jede endliche Sprache, weil die Zahl der Grammatikregeln bleibt immer endlich. Ja? Und deswegen können wir das für jede endliche Sprache machen. Bei unendlichen Sprachen, im Prinzip könnte man auch anfangen, so ein Konstrukt aufzubauen, aber unsere Grammatik hätte dann eventuell unendlich viele Regeln, wenn wir das so machen würden. Ja? Okay, gut, also das waren jetzt zwei nette Resultate, um einfach so ein bisschen zu verstehen, ein bisschen Verständnis über unsere einfachste Klasse von Sprachen, nämlich über die Typ-3-Sprachen. Also alle, wichtig, alle endlichen Sprachen sind Typ-3 und sind damit ganz einfach. Ja? Und die größte unendliche Sprache, nämlich Sigma-Stern, ist gleichzeitig auch Typ-3. Und die interessanten und auch schwierigen und komplexen Sprachen, die liegen irgendwo dazwischen. Das sind einfach interessante oder komplexe, unendliche Teilmengen von Sigma-Stern. Das sind die Sprachen, mit denen wir uns jetzt dann im Folgenden beschäftigen werden. Und damit müssen wir jetzt aber auch Schluss machen.